Und mit diesem Bild begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge hier in Transfer Killer 2. Von links kommt jetzt auch noch ein Zug. Den nehmen wir auch noch mit. Sehr gut. So. Ich habe ein klein wenig weitergespielt. Ich habe ein bisschen ausgestaltet, so ein paar Assets hier und da verteilt. Eigentlich nichts Großes. Ein, zwei kleinere Linien auch schon mal angelegt. Und hier zum Beispiel das Tunnelportal. Hier noch so mit einer Mauer hier verkleidet. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen schöner aus. Was machen wir heute? Heute werden wir auf jeden Fall erstmal hier von diesem Bauernhof noch das Getreide herholen und das Ganze nach, ich würd fast schon behaupten, wir könnten das eigentlich nach Arrowhead bringen. Oder bringen wir es dahin? Also hier haben wir eigentlich noch echt viele Gleise frei. Theoretisch können wir in die Gleise und dann hier lang, oder wir gehen in die Gleise und dann da lang. Wie viele Gleise haben wir hier noch frei? Ich habe gar nicht mehr so viel frei. Wir gehen nach Arrowhead. Dazu machen wir Folgendes. Und zwar nehmen wir uns dafür einen... Ich nehme schon einen Durchgangsbahnhof besser. Gebäude. Güter. Durchgangsbahnhof. Eingleisig lasse ich das. Ja. Ich mache zwei Gleise, weil wir es können. Und den möchte ich wohin hinstellen? Hier hin. Einmal ins Feld rein. Das gefällt dem Bauern bestimmt sehr. Und dann werden wir nämlich Folgendes machen. Wir bauen uns jetzt noch nämlich direkt ein Gütergebäude hin. Was passt denn ganz gut hier auf so ein Feld drauf? Hier sowas, ne? Oder? Gibt es noch irgendwas anderes? Förderband, das, naja. Ja, okay, wir nehmen das hier. So, zack. Und hier vorne kommt dann die andere Station hin. So. Und dann machen wir schon mal von hier nach da eine LKW-Linie. Das wäre dann Getreide. Ups. Getreide, LKW, Transfer. Bestimmt werde ich wissen, was damit gemeint ist in 3 Stunden. Ein Depot. Ne, Moment, hier. Gebäude. Depot. Und du kommst hier hin. Dann können wir schon mal LKW kaufen. Cargo, Getreide bitte. Würde ich sagen, nehmen wir mal hier die, sehen doch ganz hübsch aus. Und so einen hätte ich auch noch gerne. Getreide-LKW-Transfer. So. Dann wird nämlich das Getreide von hier hin gebracht. Und von hier aus werden wir dann mit dem Zug fahren. Und legen uns die entsprechenden Gleise. Ich sollte mal ein paar Gleismods laden. Und zwar hier so in die Richtung. Und dann würde ich sagen, können wir hier in die Gleise rein, oder? Ja, das ist noch so ein ewig weiter Weg, das lohnt sich da gar nicht mehrgleisig dafür zu werden. Okay, die Hecke hier muss daran glauben. Geht das mit dem Asset-Tool? Yes, das geht. Hier die blöden Steine auch noch weg. Weil sich das auch mal hier ausgedacht hat mit den Steinen. Ja. Kann mir auch keiner sinnvoll erklären. So. Sieht die Weiche gut aus? Die Weiche sieht gut aus.
Und die Weiche sieht auch gut aus. Ja, und dann würde ich sagen, können wir ab hier praktisch dieseln. Also können wir auch hier die Oberleitung ausstellen. Und du kommst dann einmal da rein. Eine Brücke würde ich jetzt nicht gerne haben. Können wir das Ganze mit M oder N noch runterdrücken? Ja, mit N ein bisschen. Und achso, jetzt haben wir überall eine Aufschüttung. Sehr gut. So. Und dann einmal zack. Und dahin. Einmal die Weiche. Hier können wir dann auch noch die Oberleitung wegnehmen. Und hier auch. Und zurück zu den Gleisen. Dann sind wir schon mal hier, sind dann hier in den Gleisen drin. Fahren dann hier weiter lang. Und von hier aus geht es dann in guck mal, das Gleis hier ist komplett unverbraucht. Dann können wir eigentlich auch direkt da rein. Ja, dann machen wir das. Dann zack, einmal da. Nach da. Und das ist dann Getreide. Ja, ML. Zulieferung. Arrow 3. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. So. Und ja, das Depot hier oben könnte Probleme verursachen. Je nachdem, wie viel Stau wir da vielleicht haben an der Stelle. Deshalb stelle ich mal ein neues Depot hin. Und zwar hier an diesem Gleisdreieck. Nein, doch nicht. Vielleicht schon im Bahnhofsnähe. Hier vorne an dem Bahnübergang. Hier auf der Seite. Also nehmen wir uns hier einmal Signale, Gebäude, Depot. Und nehmen wir uns dafür mal das hier. Nehmen wir ruhig mal die alten Gleise. Farbe Dach rot, Farbe Wände rot, nee, schwarz, ne, gelb, ne, grün, ne, blau, blau-gelb, Mann, blau-grün, blau-schwarz, blau-weiß, blau-gelb, einfach blau-gelb, so. Und dann nehmen wir auf beiden Seiten so ein Durchfahrgleis. Wer weiß, ob wir das nicht brauchen irgendwann. So, und dann Gleise. Und dann vielleicht so, das können wir schon mal hier so rausnehmen. Geht das, ohne dass die Weichen komplett blöd aussehen? Ja, es geht. Nicht perfekt, aber es geht. Hier auch. Ja, okay, doch nicht. Was würde der Wendler sagen? Egal. Interessiert das wen, was der Wendler sagen würde? Nein, ich glaube nicht. So, und dann brauchen wir Signale. Nehmen wir hier die guten Zwergsignale. Einmal dahin. Einmal hierhin. Das passt soweit dann. Dann einmal hierhin. Dahin, dahin und dahin, dahin
Zack. Und zack. Und einer noch hier hin und einer dahin. Also dieses Gleisdreieck kann man definitiv auch irgendwie noch schöner ausgestalten. Mal gucken. Hier sind jetzt ein paar Blumen. Blumenwiesen und sowas. Und den Bahnübergang kann man noch so ein bisschen besser sichern. Noch so ein kleines Häuschen. Mit so einem Mann, der hier sitzt. Dann Linie haben wir. Dann würde ich sagen, gucken wir, ob der Zug im richtigen Gleis auch drin ist. Moment. Ja, okay, gut, das passt. Ah, doch nochmal die Farbe wechseln. Nee, die haben wir auch schon da drin. Ja, das ist gut. Okay, dann brauchen wir jemanden, der Getreide transportieren kann. Gucken, ob ich das richtige Depot erwischt habe. Das hier. Dann kommt jetzt auf jeden Fall eine Diesellok. Da könnten wir doch mal eine 234 in Mintgrün. Oh ja. Cargo. Getreide. Das sieht nach Getreide aus. Ja, die schon. Die auch, nehme ich die. Die sind schon. Mhm. Getreidezulieferung 3. Jawohl. Hallo, wir kommen auf unsere Anlage. Hat doch was, oder? Wenn du raus bist, drehe ich dich direkt. Moment, hier noch die Weiche aktivieren und drehen, gucken, dass sich bei den Linien nichts verändert hat. Okay, das passt. So, wenn das jetzt funktioniert, okay, der muss jetzt einmal hier kurz warten. Das ist unsere Mainline, ne? Unsere Mainline macht endlich mal Plus. Schaut euch das an. Der muss jetzt aber, wie gesagt, kurz warten. Ich würde sagen, der Bahnübergang sollte definitiv beschrankt sein. Ja. So, gucken, ob hier schon was produziert wird. Genau, also das hängt dran. Und hier wird noch nichts produziert. Das müsste aber theoretisch klappen, weil wir führen dann das Getreide hier hin und das wird dann weiter von der anderen Linie hierher gebracht und hier wird das wiederum zu Nahrungsmitteln hergestellt und das müsste dann funktionieren, denn Nahrungsmittelverteilung ist wiederum auch schon unter anderem in Scotts Grove. Hier müsste schon Nahrung hingebracht werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nein, habe ich nicht. Hier wird keine Nahrung hingebracht. Warum nicht? Weil ich das nicht eingestellt habe bisher. Kein Wunder, dass hier vielleicht so wenig produziert wird. Ja, weil wir einfach keinen Abnehmer haben, ne? Wir haben keinen Abnehmer. Das ändern wir jetzt. Kann ich dich konfigurieren? Ja, würde ich aber ungern hier noch ein Gütergleis dran bauen. Ich würde sagen, hierhin kommt noch. Nee, falsch. Gebäude. Güter. Wo kommst du hin? Hier hin, an die Seite. Mit einem Gleis.
Hinweise. Ich hoffe, ich komme hier noch dran vorbei. Jawohl. Wo können wir rein? Hier sind schon zwei Linien drin. Wäre jetzt nicht so cool. Hier ist eine Linie drin. Die Gleise wollte ich für die Mainline reserviert haben. Wir können aber hier rein, da wo der Grüne hält. Ja, das machen wir so. Dafür müssen wir von hier aus irgendwie in die Gleise rein. Ja, das machen wir. Hoch. So, wenn der Zug sich einmal weggeziehen würde, da müssen wir auch auf jeden Fall gucken. Der transportiert nämlich noch keine Steine, weil wir mit den Steinen noch nichts machen können. Daher fährt er die ganze Zeit hier mit seinem Minus rum. Los, fahr schneller. So. Ja, ja. So, zack. Und dann einmal so. So. Vielleicht auch noch kurz zweigleisig werden. Na, noch ein bisschen. So. Auch nicht möglich, ne? So. Geht's der Linie wieder gut? Ja, die braucht nur noch ein Signal. Das war hier hin. Ja. Okay, so, dann sind wir in den Gleisen. Dann passt das schon. Dann einmal von hier nach da. Genau, bis auf dem richtigen Gleis. Das wäre dann Nahrung. Scottsgrove. Nahrung Scottsgrove. Ja. Das wäre es eigentlich. Genau. So. Und dann können wir hier einen Zug starten lassen. Und zwar von diesem Depot aus. Das müsste funktionieren. Da kaufen wir uns elektrisch. Hier vielleicht mal so ein Taurus. Beethoven. Habe ich schon mal in Realität gesehen. Cargo. Lebensmittel. Lebensmittel kann man wo gut transportieren? Ja, vielleicht die hier schon am ehesten, oder? Richtig schön ranzig und alt. So. Du bist dann Nahrung auf Scottsgrove. Was ist? Konnten nicht alle Haltestellen verbunden werden. Irgendwo fehlt Strom. Ne? Gleise, Werkzeug. Hier fehlt Strom. Auch. So, jetzt haben wir es. So, und um das Ganze abzuschließen, brauchen wir jetzt noch, müssen wir gucken, wo die Nahrung haben wollen. Nämlich
Ja, so hier im Zentrum, ne? Gut. So, und also ein kleiner LKW-Port hier vorne vielleicht. Na, so. Nahrung, LKW. Scott's Grove. Depot. Ist wo? Da. Lebensmittel. Mhm. Und du. Nahrung, LKW, Scott's Grove. Moment mal, wir haben ja schon einen LKW-Port. Was bringst du denn hierher? Nahrung und Baumaterial? Okay. Naja gut, dann bringst du jetzt nur das Baumaterial. So. Genau, jetzt ist die Linie vollständig. Das bedeutet also, mit etwas Glück kommt hier dann irgendwann tatsächlich Nahrung an. Kommt drauf an, fangen die an schon. Ja, guck mal, die fangen jetzt an schon zu produzieren. Das ist jetzt gut. Und du müsstest irgendwann dann jetzt auch mal in die Gänge kommen. Genau. Gut, dann hätten wir das. Dann würde ich sehr, sehr gerne mit den Steinen etwas machen, weil es mich sehr nervt, dass diese Linie konsequent Minus macht, weil wir noch keinen Abnehmer für Steine haben, also hier Stein zum Baumaterial. Eigentlich ist das schon wieder etwas für eine neue Güterzentrale, ehrlich gesagt. Die würde eigentlich... Wobei, eigentlich könnte man hier eine hinmachen und hier noch so ein paar Industrien drumherum, ne? Oder hier mehr so, ne? Oder hier. Hier würde eine sehr, sehr gut hinpassen eigentlich. Hier würde eine sehr, sehr gut hinpassen. Aber gut, okay, dann machen wir mal eine Ausnahme und nehmen mal uns von hier einen Zug. Nehmen wir hier einen Kopfbahnhof. Gleise, so Autosave. Dann führen wir die Gleise einmal hier so um den Bergkamm herum und dann hier rein. Bei dem Bahnhof könnte man eigentlich woanders hinpacken. Nämlich mehr so. Hier. Okay, nee, so nicht. Sondern wenn, dann ein wenig geneigt. Ja, schon etwas besser. Gucken wir, dass wir mit einer Straße noch da reinkommen. Rein.
Also ein bisschen Tunnel ist okay. Kann man eigentlich sogar von der Seite rein. So. Und so. Und die Straße wollte ich zurückhaben. Okay. So und so. Genau, dann sind wir hier in den Gleisen drin. Und dann können wir wo rein? Hier rein, das passt. Von hier nach da. Das wäre dann Steine und Baumaterial ML Scott's Grove. So. Und dann kommen wir eigentlich mit diesem Depot da rein. Dafür nehmen wir uns ein Elektrolok. Hätte ich gerne. In Doppeltraktion vielleicht? Ja, nicht unbedingt. Hier von der RBH. Und dann jemanden, der Baumaterial und Steine transportieren kann. Da hätte ich gerne diese Sino-Wagen. Die sehen schon ziemlich cool aus. So, und du bist dann Stein und Baumaterial. Okay, das müsste theoretisch funktionieren, wenn das dann mal anläuft, dass wir dann dass dann hier Steine, ja, guck mal, jetzt liegen hier endlich auch mal Steine. Die werden dann produziert und werden hierher gebracht. Hier wird dann Baumaterial produziert, das wird auch direkt wieder zurückgebracht. Und das Baumaterial wird auch zum Beispiel hier nach Scott's Grove schon geliefert. Kann aber auch von der Mainline mitgenommen werden, zum Beispiel hierhin. Und jetzt ist die Frage, gibt es schon für Arrowhead eine Baumaterialversorgung? Waren, genau, Baumaterial-LKW ist auch schon eingerichtet. Heißt also, diese beiden Städte werden dann auch schon direkt versorgt. In diesem Sinne ist also die Produktionskette schon abgeschlossen. Hier liegen auch wieder ein paar Brötchen rum. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Jawohl, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.